Auch hier beim Live Plus Konzert im Wiener Burgtheater war Recognize the Danger das Motto des Abends. Mit dabei waren Schauspielgrößen wie Suni Melles und Karl Markovic und auch wunderbare Stimmen. Ich habe zwei Kollegen an AIDS verloren. Meinen Regisseur von Mann von La Mancha, und die habe ihn begleitet bis zum Tod. Und das war schrecklich zu sehen, die Krankheit ist fürchterlich. 1000 Euro kostete eine der begehrten Donatorenkarten der ersten Kategorie. Der gesamte Erlös kommt nationalen und internationalen AIDS-Projekten zugute. Dafür bekamen die Gäste Weltstars wie Rene Pape, Sumi Jo. Mit dabei auch die begehrteste Wagner-Sängerin unserer Zeit, Linda Watson. Und die jüngste Darstellerin des Abends, das 12-jährige Wunderkind Alma Deutscher. Zu einem Konzert gehört natürlich eine Aftershow-Party, und den geeigneten Rahmen fand das Live Plus Celebration Concert in der Belletage eines Wiener Ringstraßencafés. Mit dabei waren wie bei einem Popkonzert natürlich alle wichtigen, großartigen Künstler, nur eben ein bisschen gesitterter. Wo ist die Geige geblieben? Die Geige ist genau da, mit Securities und ist ganz safe, ja. Emotionaler Höhepunkt des Abends war sicher der Talk von Chris Luhner mit der Tochter Emmerich Kallmanns, einem der bedeutendsten Operettenkomponisten seiner Zeit. Als Jude musste er nach dem Anschluss 1938 Österreich verlassen. Insofern konnte an diesem Abend wahrscheinlich niemand besser das Thema Recognize the Danger interpretieren.